Welchen Virtual Private Server, VPS, soll ich für meinen EA-Dauerlauf verwenden? Von Christoph Enslin, 29. Juni 2018. Expert Advisors, EAs, für MetaTrader 4 oder MetaTrader 5, MT4, MT5, müssen ständig mit dem Trade-Server des Brokers verbunden sein, damit sie als Trading-Robot ihr Werk verrichten können. Sobald Sie den MT4 schließen oder das Profil wechseln, auf dem der EA läuft, kann der EA nicht mehr arbeiten. Eine Lösung für dieses Problem ist, einen sogenannten Virtual Private Server, VPS, zu mieten. Dort sollte Windows als Betriebssystem installiert sein, damit MT4 und MT5 Instanzen leicht eingerichtet werden können. Ich werde immer wieder danach gefragt, welcher VPS-Anbieter zu wählen ist. Eine häufige Kundenfrage: Welchen VPS soll ich für meinen EA mieten? Ich sage Ihnen in diesem Blogpost zunächst, welchen Server ich verwende. Danach stelle ich Ihnen zwei beliebte Alternativen vor. Welchen VPS ich selbst verwende? Ich selbst nutze einen VPS von 1&1. Dort wählte ich einen Server, dem garantiert zwei Prozessoren zugeordnet werden. Hauptspeicher RAM ist 2 GB, für den Festplattenspeicher sind 80 GB verfügbar. Das Ganze ist für ca. 20 € im Monat zu haben und läuft stabil und bislang ohne einen einzigen Absturz. Bis Mitte 2017 war ich bei FX Colo, einem auf Forex Trading spezialisierten Serveranbieter. Das Problem war hier aber, dass exakt zu den Stoßzeiten, ich denke dabei an Zentralbank, Zinsentscheide, Non-Farm Payrolls etc., der Server überlastet war und ich nicht auf ihn zugreifen konnte. Wenn es also darauf ankam, war der VPS nur mit für hektische Marktphasen viel zu langen Wartezeiten für mich verfügbar. Beim Remote Desktop Zugriff, so nennt sich die Verbindung, die Sie von Ihrem PC oder Laptop zum VPS aufbauen, auf meinen 1&1 Server habe ich noch nie warten müssen. Vielleicht liegt es daran, dass die dahinterstehende Hardware nicht oder zumindest nicht nur mit anderen FX-Tradern oder Börsenhändlern geteilt wird, sondern mit Hinz und Kunz, welche andere Stoßzeiten als wir Daytrader haben. Zwischenzeitlich laufen auf meinem VPS 10 MT4-Instanzen. Die meisten davon sind mit Echtgeldkonten an den Broker angebunden, während ein paar wenige Demokonten sind. Auf allen sind verschiedentliche EAs am Werk, wobei zwei der MT4-Instanzen jeweils mit zwischen 80 und 90 Charts mit aktivem EA bestückt sind. Die Rechenkapazität wird also gut ausgenutzt. Dennoch kann ich immer stabil und schnell auf die Programme zugreifen. Der folgende Link führt Sie zu weiteren Infos des in Deutschland ansässigen Anbieters 1&1. Suchen Sie dort nach Virtual Server Cloud L und statten die Auswahl mit Windows aus. VPS-Alternative Strato. Ein paar meiner Kunden bevorzugen den ebenso in Deutschland beheimateten Anbieter Strato. Dort gibt es ähnliche Angebote wie bei 1&1, sowohl aus preislicher wie auch aus leistungstechnischer Sicht. Ich habe bisher von diesen Kunden nur gute Nachrichten gehört über Performance und Zugriffsgeschwindigkeit. Wenn Sie ebenso Strato einen Versuch gönnen möchten, achten Sie darauf, dass Sie den Windows-Server mit mindestens zwei Prozessoren, 2 GB oder mehr RAM und 50 GB oder mehr Festplatte buchen. Hier wieder der Link zur Infoseite. Und wie ich dort gerade gesehen habe, wird sogar eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie angeboten, damit Sie alles ausprobieren können. Preisgünstigster VPS für unter 9 Euro. Wenn Sie ein Sparfuchs sind und es noch kostengünstiger haben möchten, werden Sie am besten Trading-Kunde bei JFD Brokers. Dort profitieren Sie als Echtgeldkunde mit einem VPS für monatlich nur 8,75 €. 17,50 € regulär für den Server des VPS-Betreibers Fozzy, abzüglich 50% Rabatt für JFD Brokers Kunden. Ich habe diesen Server selbst noch nicht ausprobiert, kann also nicht aus Erfahrung sprechen.
Er erfüllt aber die oben genannten technischen Mindeststandards: Windows, zwei Prozessoren, 2 GB RAM und 50 GB Festplatte. Weitere Infos hier über unseren Partnerlink. Ein bisschen runterscrollen auf der Zielwebsite ist notwendig, um zu den VPS-Angeboten zu gelangen. Andere Broker bieten ihren Echtgeldkunden ebenso VPS-Rabatte an, teils bis zu 100%, allerdings nicht alle. Sprechen Sie also einfach mal Ihren eigenen Broker direkt an, ob er so ein Angebot im Programm hat. Viel Erfolg bei Ihrer Serverwahl und Ihrem Auto-Trading. Ihr Christoph Enslin von MindfulFX, Ihr EA-Programmierer.